Hallo zusammen, wir schauen uns heute den Elektroscooter eFlux Freeride X2 zusammen genauer an. Let's go! Der Elektroscooter besitzt 6 Zoll große Reifen, mit denen man sowohl auf der normalen Straße als auch Offroad fahren kann. Der Scooter ist außerdem vorne als auch hinten voll gefedert und besitzt vorne als auch hinten Scheibenbremsen. Mit dem Elektroscooter könnt ihr außerdem ganz normal am Straßenverkehr teilnehmen. Dazu braucht ihr allerdings eine gültige Haftpflichtversicherung als auch einen entsprechenden Führerschein. Hier hinten wird dann das Kennzeichen rangebaut. Wenn wir mit dem Elektroscooter losfahren wollen, müssen wir unten den Ständer hochklappen. Denn erst dann kann man mit dem Elektroscooter losfahren. Das ist also ein verbauter Sicherheitsmechanismus. Weiterhin sehen wir auf dem Display, wie voll der Akku ist, als auch die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen und natürlich die zurückgelegte Distanz. Diese wird nach jeder Fahrt wieder auf Null gesetzt. An der linken Seite des Lenkers finden wir außerdem einen Knopf, mit dem wir das Licht einschalten können und wir können natürlich auch hupen. An der rechten Seite des Lenkers befindet sich ein Knopf. Wenn man diesen drückt, dann schaltet der Elektroscooter in den Energiesparmodus um und verbraucht weniger Strom. Den Elektroscooter kann man außerdem zusammenklappen, hier über diesen Mechanismus. Allerdings sollte man beachten, dass der Scooter mit 40 Kilo schon relativ schwer ist. Ich habe mir meine GoPro Hero 7 Black umgeschnallt und nehme euch ein Stück mit. Den Testbericht zur GoPro Hero 7 findet ihr außerdem auf meinem YouTube-Kanal. Egal, ob wir mit dem Elektroroller auf Kopfsteinpflaster, auf geteerten Straßen oder sogar Offroad auf Feldwegen gefahren sind, ich habe mich direkt von Anfang an sehr sicher im Umgang mit diesem Scooter gefühlt. Fahranfänger sollten bei der ersten Fahrt jedoch vorsichtig sein, da man sich zunächst an die starke Beschleunigung gewöhnen muss. Die Scheibenbremsen funktionieren wirklich zuverlässig und machen einen guten Job. In zahlreichen Reichweitentests konnten wir eine ungefähre Durchschnittsreichweite von knapp 28 km erzielen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km pro Stunde kommen wir sehr schnell von A nach B. Dabei schonen wir außerdem die Umwelt und haben ungefähre Treibstoffkosten von 50 Cent auf 100 km. Wenn die Batterie einmal leer ist, dauert es ungefähr 6 bis 7 Stunden, bis diese wieder vollständig aufgeladen ist. Im sogenannten Eco- bzw. Energiesparmodus wird die Höchstgeschwindigkeit des Scooters auf 25 km pro Stunde begrenzt. Dadurch steigt die Reichweite, weil der Scooter weniger Strom verbraucht. Da wir mit dem Freeride X2 ganz normal am Straßenverkehr teilnehmen, müssen wir uns natürlich auch an die Straßenverkehrsordnung dementsprechend halten. Mir hat das Fahren dieses Elektroscooters wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich direkt von Anfang an sehr sicher auf dem Scooter gefühlt und auch bei höherer Geschwindigkeit hatte ich den Scooter sehr gut unter Kontrolle. Das Einzige, woran man sich am Anfang gewöhnen muss, ist die Power, die dieser Elektroscooter mitbringt. Die Beschleunigung ist wirklich stark. Wenn man sich aber mal mit dem Elektroscooter eingefahren hat, dann ist das alles kein Problem und es macht sehr viel Spaß, mit diesem Elektroscooter auf der Straße rumzudüsen. Aufgrund des relativ hohen Eigengewichtes von etwas mehr als 40 Kilo eignet sich dieser Elektroscooter weniger dafür, diesen im Kofferraum zu transportieren. Den ausführlichen Testbericht zu diesem Elektroscooter findet ihr außerdem auf meiner Seite. Den Link packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Falls du Fragen zu diesem Modell hast, zu anderen Elektroscootern oder auch zu Drohnen oder Actioncams, nutze wie immer das Kommentarfeld unterhalb des Videos. Ich helfe dir gerne weiter. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst und natürlich das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.